Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Heart Gold und Soul Silver Randomizer Soul Link Chen. Hi. Mensch. Ja, wir stehen vom Orden, habe ich gehört. Ich gehe schon wieder zur Arena hoch. Ich habe offscreen noch mehr Pokebälle geholt von Kurt. Ich hab 7 Mondbälle jetzt. Wir haben trainiert, alles auf Level 40. Soll ich wirklich mit Velsa beginnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Soll ich wirklich mit Smogmog? Slimog beginnen. Ich weiß es nicht. Ach ja, genau. Eine Sache. Wir sind jetzt mit unserem kompletten Team auf Level 40. Und wir haben uns offscreen so überlegt, wie wir das mit dem Thema Wanderlegenden angehen. Weil die kommen ja irgendwie randommäßig immer mal wieder, sind aber viel zu stark, also so können wir die gar nicht fangen. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir auf Level 40 sind, dann zählt das und dann müssen wir die auch so miteinander verknüpfen. Also ab jetzt. Dass es halt immer das Gleiche ist, aber es zählt halt ab jetzt, weil jetzt sind wir auf deren Level. Also wenn jetzt mal eine Wanderlegende kommt und wir verkacken es, dann ist es auch wirklich verkackt. Richtig. Ja, soll ich die Gute mal anlabern oder... Du bist schon oben. Ich laufe gerade hoch. Eine Sekunde. Ja, ich habe neben ihr gestartet quasi. Wow. Hier ist ja noch dieses doofe Rätsel. Ich überlege gerade mal kurz gucken, wie das geht. Oh Gott. Schön, das geht ja gar nicht. Ich struller in der Zwischenzeit mal in die Lava. So. Ah, Eieieiei. Ich bin gerade noch Sandra, bereit. Alter. Was tust du da? Ich muss irgendwie jetzt wieder hochkommen erstmal. So, ich stehe jetzt genau neben dir und gucke gemeinsam runter, als wäre es ein Doppelkampf. Ich stehe rechts neben dir. Cool. Ich nicht. Oh, ist das denn ernst? Spiel. Hast du eigentlich jetzt allen Pokémon ein Item gegeben bei dir? Ja. Ah, jetzt. Und jetzt nochmal einmal hoch und dann... So, okay, ich bin oben. Ja, ich stehe auch vor ihr. Soll ich mit Slimog anfangen? Ich denke schon, oder? Auf geht's. So, komm her. Ich habe Angst. Ich habe richtig Panik vor ihr. Warum? Weil die vom Level so... Und das kann böse werden. Und was hast du als erstes? Kein legendäres als erstes. Bitte nicht. Jetzt habe ich so... Ich habe gerade predicted, oder? Ach, die hatte nur 4 Punkte. 4 Stück! Oh Gott. Was? Was kommt als erstes? Das ist okay, ein Aber. Das ist okay. Snubbilicat ist okay. Snubbilicat ist vollkommen okay. Ach, Mudbob kannst du auch. Ich mach schon mal meinen Pokédex auf, für den Fall der Fälle. So spielst du Arbok. Vergiftet? Nein. Haha. Bam, das müsste es mit Arbok gewesen sein. Gut, Snubbilicat müsste jetzt besiegt sein. Das erste ist weg, das erste habe ich besiegt. Bin stolz auf mich. Kann ich mich anschließen. Okay, was kommt als nächstes? Jetzt kann man wenigstens wieder ein bisschen gucken. Du warst weiblich, ja. Oh, bitte sag, dass das Habitak ist. Warte mal, ist das? Barrow ist Habitak. Das ist Habitak, oh wie geil. Ich muss nachgucken, sind wir sicher. Nein! Du machst ernsthaft noch Top 6 Spikes, bevor ich dich umklatsche. Das ist ja wohl eine Verarsche, ey. Ist das ihr großes? Nee. Ihr großes wäre Level 41, ne? Eine Hyper Potion auf Nidoran Waldig. Ja, GG, Sandra. Drill Peak. Okay, aua. Oh, ups. Ich hab mich getroffen. Ich bleib lieber bei Surfer. Bitte komm, vergiften. Vergiften, komm. Komm schon. Oder so, das ist sogar noch besser, finde ich super. One-Hit. One-Hit ist klasse. Das. 41. Ernsthaft? Das machst du jetzt? Ja, komm. Komm durch die Verwirrung durch. Nein! Okay, Moment. Das ist es. Oh shit. Okay, jetzt wird es langsam unangenehm. Kramurax. Das kenne ich ja, aber was ist denn das? Unlichtflug. Was ist dagegen effektiv? Damit es schnell geht. Ich habe ein Elektro. Minimalstes Problem eventuell, wenn es was Starkes kommen sollte. Ich tue mal Elektro rein. Und Elektro, da ist doppelt, das nehme ich. Gestein hätte ich auch mal. Was ist Eis? Warte mal, Chimchar? Ist das Chimchar? Das, was ich denke? Was ist Chimchar? Ist das der Feueraffe? Das ist genial. Alter, ich one-shotte die so quasi.
Oh nein, ich schon wieder. Nightshade. Könnte ich mal wieder zuerst dran sein? Das wäre super. Stopp. Gut, das was? Ist. Ist Charge, perfekt. Sieh gut aus. Das Ding boostet sich. Ungeil, mach's weg. One Hit. Noch ein Pokémon, ja, noch eins. Sie hat noch eins bei mir. Hätte ich das eigentlich überleben? Ich hätte nicht gedacht, dass es alles so schnell geht, wie es gerade geht. Tentacool. Tentara? Ist das ein Tentara? Ist. Ja, müsste Tentara sein, ne? Oder Tentoxa? Tentara. Scheiße. Es hat ein Tentara. Magmortar. Soll ich gucken? Ich habe so eine Vermutung, was es ist. Soll ich gucken? Oder? Ja, ich wusste, was es ist. Okay. Scheiße, das ist jetzt. Hydropumpe. Das ist jetzt hart kacke. Das ist ungeil. Mach keinen Schaden, komm, stopp, stopp. Danke. Und jetzt, mach's weg. Nein. Das müsste One-Hit sein. So oder so, oder? Ja, hab sie. Alter. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so leicht geht. Solche Cancer-Strategien, ey. Jetzt mal im Ernst, ey. Was ist denn das? So leicht hätte ich es mir nicht vorgestellt. Das könnte noch hart werden. Ich hab befürchtet, dass er irgendwas Legendäres hat. Boah, das ging easy. Boah, ging das easy. Kannst du ja Surfer machen? Ja, noch ist nicht klar, ob bei dir was stirbt. Wenn ich wechseln muss, habe ich ein Problem. Have lost, but you are still not ready for the Pokémon League. Ich entscheide, wann ich ready bin. Scheiße. Ich möchte nicht wechseln wegen den mega starken Toxic Spikes, deswegen benutze ich einen Trank. Ja, jetzt muss ich da hinten rein und irgendeinen Trainer besiegen. 10. Was stand da? Ich muss leider einen Hypertrank benutzen. Also das könnte bei mir noch lange dauern, weil ich will nicht wechseln. Ich speichere mal. Oh, ich hab sie besiegt und sie hatte nur Rotz. Sie hatte wirklich nur Rotz. Oh, das war so herrlich. Oh Gott. Bitte, so bei den Top 4. So. Top 4, bitte genau so. Ich meine, Siegfried hat ja wahrscheinlich ein Kabarro, eventuell. Wäre sehr lustig, wenn es so wäre. Finde ich super. Alter, ja gut. Das wird jetzt eventuell ganz, ganz böse. Was steht denn dir gegenüber eigentlich für eins? Das ist jetzt ganz, ganz böse. Was steht dir denn gegenüber? Jetzt muss ich wechseln. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, das ist jetzt ganz, ganz böse. Ich gehe mal hinter die Arena und gucke. Warte mal. Hinter der Arena ist ein neuer Encounter, ne? Die Höhle? Ja, auch. Dann das kann man, wie gesagt, noch dauern. Wechsel ich auf Tina. Vielleicht Tina ist wassernormal. Guck ich mal, aber Tina kann vergiftet werden. Ich bin jetzt neugierig. Was ist mein Encounter? Ich muss es wissen. Da muss ich auch wechseln. Weißt du, dass ich hier noch lange nicht fertig bin? Also ja, das kann jetzt echt noch dauern. Lass dir Zeit. Kann Nidoking von Toxic Spikes vergiftet werden? Soll ich gucken? Nidoking hat auch Surfer. Eigentlich ja nicht. Nidoking ist ein Gift-Pokémon. Das könnte ich versuchen. Allerdings wird er Lavaplume machen. Das verträgt Nidoking, glaube ich, nicht so gut. Lavaplume ist böse. Was soll ich machen? Er ist fast tot. Ich weiß es nicht. Also dein Despotar-Partner ist fast tot. Nein, bitte nicht. Er hat fast gestorben. Oh Gott, nicht Despotar. Den brauchen wir für die Top 4. Nein, bitte tu es nicht. Oh, hallo. Dich habe ich. Also den Kamera schon gehabt. Ich muss es eigentlich versuchen. Oh, bitte nicht. Das könnte jetzt sehr ungeil für Nidoking werden. Oh nein, Despotar. Despotar. Sehr gut. Nidoking. Wie viel? Oh, komm schon, Nidoking. Nidoking. Scheiße. Nidoking ist fast tot. Nein, 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 nein. Ja, da muss ich gleich was opfern, wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Ich kann halt nichts machen. So war es bei mir letztens halt, wo ich dann einen Teddybär geopfern musste. Da muss ich jetzt schon wieder wechseln. Ich könnte auch Tina versuchen, aber ey, ganz ehrlich, wenn ihr mir jetzt immer so viel Schaden macht, dann war es das halt. So, ich bin in der Höhle. Das kann ich vergessen, das kann ich vergessen. Also ich werde die ganze Folge hier verbrauchen, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Ich guck mal, ob ich das... An Tina noch versuchen, oder? Wie viel AP hat Lavaplume? Warte, was ich jetzt machen soll? Warte ich jetzt oder gehe ich mal in die Höhle gucken? Also ich werde nicht mehr in die Höhle kommen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich überlege sehr, sehr lange gerade. Wie viel AP hat Lavaplume? Bestimmt nur 10 oder so. Weil ich nicht, was ich sonst machen könnte. Ich muss versuchen. Ach scheiße, nein! Tina wird jetzt. Oh fuck. Ich würde gerne zugucken. Hier wird was sterben, hier wird definitiv was sterben. Ich würde ja sogar zugucken. Fire Punch. Das dürfte nicht viel abziehen.
Ah lol, Nidoking hat die Toxic Spikes weggemacht? Warte mal, wenn man ein Gift-Pokémon in Toxic Spikes einwechselt... Werden die neutralisiert? Gehen die automatisch weg? Das wäre... Das wusste ich nicht. Cool. Tina wurde jetzt nicht vergiftet. Das ist gut. Das heißt, ich könnte tatsächlich auf einen Surfer gehen. Es sei denn, Tina stirbt jetzt durch diese Attacke, was sehr gut sein könnte. Tina ist fast tot, es war ein Crit. Au. Mit wem ist Tina verbunden? Noch 14 HP. Wer ist überhaupt Tina? Das wird aber nicht töten. Ne, es wird halb töten. Er hat eine Beere. Ach komm schon. Habe ich irgendwas getan heute? Das ist doch nur Rotz, ey. Ich gehe mal in die Höhle. Ich brauche was zur Ablenkung. Das ist natürlich geil. Hier sind Trainer. Ja, ich habe jetzt quasi nichts mehr. Ich gucke mir nur den Encounter an. Müsste hier einer kommen eigentlich? Ja, du kannst ja ganz viel freilassen, wenn es gut läuft. Was? Nein. Ja, also hier stirbt fast alles. Ich kann noch einen Hypertrank raushauen, aber ich habe davon jetzt auch nicht unendlich. Gibt's nicht den, hier ist ein Trainer. Soll ich gegen den kämpfen? Kämpfe ich gegen den Trainer? Alten Hypertrank? Ja doch, Hypertrank muss voll sein. So, jetzt bitte mal kein Crit, ey. Oder mach Fire Punch. Ja, Fire Punch ist okay. Fire Punch ist okay. Kämpfe ich mal gegen den. Fire Punch ist vollkommen okay. Dann gönne ich mir einen kleinen Trainerkampf. Ich glaube, im Wasser gibt es nur einen Encounter hier in der Höhle, ne? Das ist... Alter! Diese... Sandra, du bist so eine unterentwickelte Trainerin. Hast du eins deiner Kack-Pokémon nicht Konfu-Strahl? Was soll denn diese Rotze, ey? Warte mal, Kurosan ist Wasserboden, Alter. Ne? Alter! Da passt das so gut. Das wird nicht reichen, leider. Ist nicht Boden wie Gestein oder sowas, glaube ich, irgendwie noch mit drin, ne? Ey, Sandra, du kannst gleich meine Schuhe lecken, ey. Was? Was macht ihr da? Tina, bitte, du musst diese Lava-Pummels überleben. Bitte nicht kippen. Stopp. Okay. Nein! Ja, ja, bitte triff! Nein! Oh, scheiße. Wenn Tina jetzt nicht... Da... Alter. Der ist fast tot, mal wieder. Wow, 17 KP. Alter. Das ist knapp. Oh, warte mal. Items gucken. Nein. Schall. Okay. Ich könnte einfach auf noch einen Hypertrank gehen. Oh, noch ein Item. Ich will eigentlich Hypertrank. Okay, ich kann nicht auf Pikachu wechseln. Pikachu stirbt instant. Heelball. Was ist denn von Pokémon Fotia gerade so? Weiterentwicklung von Magma. Von Magma. Oh, also Magma Riser oder wieder. Nee, das ist das Item gewesen. Rotom steht wahrscheinlich auch instant. Und die anderen beiden sind Nidoking ist fast tot. Dings ist fast tot. Velsa ist fast tot. Und Tina ist auch fast tot. Ich habe eigentlich keine Optionen mehr, außer einen Hypertrank. Mal Scheiße. Wieder. Dann gönn dir einen Hypertrank. Ja, ich habe nicht unendlich viele davon. Ja, aber du musst es ja benutzen. Besser als wenn was stirbt. Kommt besser als wenn was stirbt, oder? Da bin ich mir noch sicher, ey. Weil es stirbt wahrscheinlich eh was, wenn die so weiter hext. Mit ihren Verwirren und immer selbst verletzen. Fire Punch ist okay. Zum Moonstone. Ja, jetzt kommt natürlich noch diese scheiß Verbrennung. Heavy Ball habe ich mir jetzt auch mit. Ich war ja bei Kunden. Das wird jetzt interessant. Tina könnte jetzt sterben. Wer ist eigentlich Tina? Ibarel. Ah, okay. Wie kommst du auf Tina? So, wenn Tina jetzt nicht trifft, dann wird Tina vielleicht sterben. Dann wird Tina sterben. Und Tina wird sterben. Das wird Tina nicht überleben und die Verbrennung tötet jetzt Tina. Ja, Tina ist tot. Nein! Ja, Tina hätte einfach nur einmal durch die Verwirrung durchkommen müssen, aber sie hat zweimal nicht geschafft. Tina ist tot. Und jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich was opfern. Mit wem ist Tina verbunden? Okay, das muss man gleich erstmal alles gucken, mit wem das verbunden ist. Aber das müsst ihr jetzt schon wissen eigentlich. Dann kann ich nicht... Das war halt gepokert. Tina hätte halt einmal durch die Verwirrung durchkommen müssen, aber sie hat sich zweimal selbst verletzt und wurde dann vom Feuer getötet. Mit wem ist Tina verbunden? Keine Ahnung, ich muss mir überlegen. Oh, ich habe ganz böse Befürchtungen mit wem. Wenn das so ist, dann habe ich ein Problem, was Fang angeht. Dann habe ich ein richtiges Problem, was Fang angeht. Könnte Rotom probieren, aber Rotom kann ich halt so gar nicht einschätzen. Ich könnte Thomas reinwechseln und dann Thomas hochhalten und dann dasselbe normal probieren, aber es könnte halt genauso enden und dann ist Despot halt auch tot. Also Kadabra, ja, wobei, warte mal, Kadabra ist doch mega schnell. Kadabra ist doch safe schneller als, aber wenn Kadabra das Ding nicht tötet, stirbt Kadabra zu 100%. The dragon is too insane to have.
Ina ist, glaube ich, verbunden mit deinem Stadt. Nee, Staraptor war schon tot. Staraptor sagt mir nichts. Keine Ahnung. Ich hab die Befürchtung mit Tangelos. Nee, Rotom ist mit Tangelos, das weiß ich. Okay, da ist mein Encounter. Ich musste jetzt mal bloß. Oh, Galoppa! Ja, was mache ich jetzt? Soll ich Kadabra versuchen und hoffen, dass Kadabra schneller ist und trifft? Oder soll ich Thomas riskieren? Das ist jetzt alles. Ich weiß es nicht. Was hat denn bei dir eine hohe. Also eine hohe Geschwindigkeit? Ja, Kadabra, Lusha, also Kadabra hält halt nichts aus. Also, wenn das Ding aus irgendeinem Grund schneller sein sollte, ist Kadabra sofort tot. Kann man halt nicht nachgucken, was es haben könnte für eine Geschwindigkeit, ne? Ja, du kannst die Base Stats nachgucken, aber also eigentlich müsste Kadabra schneller sein, aber ich will eigentlich nicht Kadabra riskieren. Ich vertraue dir. Wenn ich jetzt auf Thomas wechsle, könnte Thomas halt auch noch sterben, ne? Weil ich müsste Thomas halt erst wieder hochheilen, weil Thomas ist auch vom fast tot. Ich versuch's mal. Ich hab's, okay, mein Encounter für die Höhle habe ich nebenbei mitgefangen anscheinend. Cool. Das ist ganz cool. Wie nenne ich dich? Durch dieses alte Spiel, damit habe ich nicht gerechnet heute. Wenn ich Thomas jetzt einwechsel, kriegt er auf jeden Fall noch Feuerschaden, glaube ich, von der Endrunde. Dann kann ich einen Hypertrank verwenden. Aber dann müsste ich. Ah, scheiße. Ja, wobei, Thomas ist Wasser und Boden. Tina war Wasser normal. Das heißt, Thomas resistiert mehr. Allerdings müsste ich zwei Attacken tanken. Ey, das ist so riskant. Thomas könnte halt genauso sterben dann, genauso wie Tina. Ich glaub's so. Analie. Eigentlich müsste ich Kadabra machen und einfach darauf spekulieren, dass Kadabra schneller ist, weil ansonsten ist Kadabra gar nicht wert. Wenn Kadabra nicht schneller ist, dann. Spiritum. Ich hatte dich. Was soll ich machen? Kadabra riskieren? Ich weiß es nicht. Ich mische mich bei. Ich weiß gerade nicht, wie es aussieht. Ich mische mich bei dir nicht ein. Ich habe voll zu dir volles Vertrauen. Okay. Ich vertraue dir. Du kriegst das hin. Wenn sie mit hinkriegt, dann du. Ja, mit Tode auf jeden Fall. Ich riskiere Kadabra. Kadabra muss schneller sein. Kadabra ist schneller und das müsste es gewesen sein. Gott sei Dank. Ja, ein Toter. Boah, war das unlucky, ey. Mal gucken, wie es verbunden ist, wenn wir jetzt verlieren. Einmal durch die Verwirrung durchgehauen, das schafft drei Pokémon hat die, oh Gott. Das ist unlucky. Gibt sie mir jetzt eigentlich den Orden oder rennt sie weg? Die rennt nicht weg, du musst noch was machen. Hinten in der Höhle musst du auch noch was machen. Was machen, natürlich. Okay, Kampf. Gegen was bist du anfällig, mein Freund? Flugpsycho, ja gut. Finde ich schön, dass ich noch was machen muss. So, dann gehe ich mal ins Pokémon Center und werde das entsprechende Pokémon freilassen. Ja, ich bin sofort dabei. Muss man bloß mal sagen, was ich freilassen muss. Flug, bitte. Mind Reader. Was haben wir denn hier? Was? Oder Fliegen einsetzen hier. Oh, das wird dir nicht gefallen. Warte mal ganz, bevor du es mir sagst, ich bin gerade im Kampf. Ich habe ganz schlimme Befürchtungen. Also, ich sag mal so, ich gebe den Tipp, du darfst Slimebox nicht benutzen. Slimebox? Nein, Slimebox! Ich mag Slimebox. Nee, gut, ich benutze Slimebox jetzt eh gerade nicht, alles gut. Habe ich doch gerade nicht benutzt im Kampf. Nee, also passt schon. Ist alles, ja. Ist nur Hund. Was ist es, nur Hund? Das kleine Eisding. Was für ein kleines Eisding? Schnäppke, achso. Gegen was ist denn dagegen effektiv? Feuer. Okay. Da habe ich das Passende. Ja, Tina. Du hättest, also, du hattest die Möglichkeit, den Kampf wirklich zu rocken. Du hättest nur ein einziges Mal durch die Verwirrung am Ende durchkommen müssen, aber du hast dich zweimal selber verletzt. Und ja, beim zweiten Mal hat es dann nicht mehr gereicht, weil dich das Feuer gerade so dahin gerafft hat. Aber
Ich muss sagen, Bibarel hat mich überzeugt. Ich werde Bibarel auf jeden Fall wieder mit ins Team nehmen, wenn ich es irgendwann nochmal bei einer Nuzlocke bekommen sollte. Aber gut, ein Orden, ein Opfer. Oh nein, ist passt. Das, ist das Ninjask? Ist das. Ist das für dieses Doofe? Nein, ist es nicht. Ist nicht das Doofe? Doch, obwohl eine Käferflug. Warte, wo ist drin? Feuer, Gestein. Ah, kann ich drinnen, wenn es Feuer ist. Das ist gut, Feuer ist gut. Nee, gut, das ist schön, das Antrag, ja, diesen heiligen Schein oben. Sword Dance, ich hoffe, du bist vorher weg. Bevor du da was mitmachen kannst. So, dann speichern wir diesen Traum nochmal. Ja, super, jetzt muss ich immer noch versuchen, den Encounter zu holen, weil du das schon gemacht hast, oder wie? Dann müsstest du aber einen Trainerkampf noch machen, mit einem Pokémon hat er. Ja, wir sind schon mal über 20 Minuten, ne? Ja, wir überziehen ja in letzter Zeit eh immer. Wir überziehen immer in letzter Zeit. Du kriegst den Encounter nämlich bloß im Wasser unten, das ist das Problem. Ich flüchte jetzt mal schneller aus der Sache hier. Ah, ich habe schon gespeichert. Escape Rope, ich flüchte gleich mal so, ich geh erstmal raus jetzt hier. Hui. Also ich muss jetzt da hinten rein, oder was? Jo. Erstmal safen. Dass ich Galoppa gefangen habe. Noch ein Feuer-Pokémon. Auch ganz gut. Das ist ganz nice. Dann werde ich noch ein bisschen was kaufen vielleicht. Hä? Ein paar Tränke noch. Vorbereitung für die Top 4. Schon mal treffen. Oh, wir haben ja 8 Orden. Wir haben's. Also, nicht noch nicht direkt, aber wir haben's so gut wie. Dragons, denn gibt's hier nur Encounter im Wasser, oder? Ja, es gibt nur einen Encounter im Wasser. Du musst links außen rum dann im Endeffekt surfen. Ich bin aber auch nochmal rausgegangen jetzt erstmal. Das können wir bei der nächsten Folge machen. Na, du hast den Encounter schon, ich muss jetzt auch noch fahren. Ja, der im Wasser unten. Aber du musst dann ja erst dann jetzt zum Ende der Höhle schwimmen. Du musst ein bisschen Encounter dir holen. Okay. Ach, Pantimos, ey, jetzt stallst du auch noch. Ach, das kann auch wieder dauern, ist das nicht ehrlich. Ein Pokémon-Center. Hallo. Pantimos, bitte. Also soll ich jetzt Slimog freilassen? Ja, hab ich nicht? Ja, Slimog. Dann stellt sich jetzt die Frage, was nehmen wir stattdessen rein? Erstmal gar nichts. Wir beenden gleich erstmal die Folge, wenn ich hier irgendwann mal was fangen sollte. Das kann halt auch noch dauern. Ah, dieses Pantimos, ey. Ich muss sagen, rette mich. Hab ich irgendwas getan heute oder so? Ich muss sagen, aber mir ging die Arena-Leiterin eigentlich voll easy. Die hatte nichts, was mir wirklich ernsthaft gefährlich ist. Na gut, das Kramurax vielleicht mit. Ja, gut, vielleicht. Der Rest. Ja, du bist halt ein Pro und ich bin der Noob. Kann ich mit Bro zu tun? Ich hatte den Luck, dass die einen Scheiß hatte. Hätte die 4 Legendäre gehabt, wäre ich vorbei gewesen. Komplett, wahrscheinlich. Ach nee, ich wollte ja noch Slimog freilassen. Moment. Item noch wegnehmen. Nicht vergessen. Och, Raffaello. Ach so, oh nein. Ich surfe jetzt auf Nidoking, das ist ja sehr interessant. Raffaello. Mein Encounter ist. Raffaello. Oh nein. Was denn? Ja, kannst gleich mal am PC bleiben. Das werde ich gar nicht paralysieren können wahrscheinlich, weil es Gestein ist. Doch! Oh, kann ich. Okay, vielleicht habe ich doch eine Chance zu fangen. Level 10, ein Level 10 Baby-Pokémon, das kann ich nicht angreifen. Einfach Hyperball schmeißen, fertig, dann kriegst du es. Warte mal, was macht das Ding da? Slimog. Es trägt eine Beere, was die Paralyse hat. Willst du mich verarschen, du Kackvieh? Ich habe die Babyform von Mogelbaum, ey. Ach du Scheiße. Oh, Slime. Jetzt bleib paralysiert, du Kackvieh. Mein Raffaello, es tut mir so leid. Ich muss dich freilassen. Keine Wahl. Ja, weil Blub so ein Scheiß-Noob ist. Und weggehext wurde. Mach's gut. Ach komm, ich hab auch schon... Wegen mir sind so viel auf dem Gewissen, das ist... Slimog, ich werde dich vermissen. Ich werde dich nicht vergessen. Mach's gut. Ja, ein Hyperball werfen, die ich brauche. Ja, super. Ich werfe erstmal einen normalen Pokémon. Was nehmen wir als Vielleicht nächstes? Wackelt es ja immerhin. Was nehmen wir mit, ist die Frage, ne? Normaler Pokéball, easy. Von wegen Hyperball verschwinden.
Du hast am Anfang, das erste, was du gesagt hast, ist, du kannst in der Box bleiben, kannst gleich das nächste freilassen. Also bitte. Wie nenne ich dich denn mal? Trassler wäre vielleicht ganz cool. Schuki. Was hab ich mir bei dem Namen gedacht? Nein, so werde ich dich nicht nennen. Dem Namen wirst du nicht gerecht. Was könnte das zu verborgen? Ich habe ein Feuer, das ist Quatsch. Das wäre cool. Das wäre halt geil. Da muss ich mir dann noch aufschreiben. Ich habe mir das, glaube ich, warte mal, das ist der Dragonstan. Habe ich mir den überhaupt aufgeschrieben? Nee, Moment. Du hast Galoppa, oder? Ja. Ja, ein Team verloren, ein Team gefangen. So kann's gehen, ne? Was nehmen wir denn mit? Das wäre geil. Das wäre halt geil. Aber ich weiß nicht, was mit dir verbunden ist. Oh, wäre auch geil. Eiswind. Das wäre halt cool. Na, mal gucken, was du so als Verbindungen hast. Ich bin gespannt. Ja, wollen wir erstmal die Folge beenden? Ich stelle mich dann hier vor die Höhle. Dann beenden wir die und dann gucken wir mal, was wir da als nächstes reinnehmen. Das heißt, wir haben ja noch gar nicht den achten Orden, weil wir noch irgendwas machen müssen. Oder? Nee, wir müssen, glaube ich, bloß an Ende der Höhle kommen, dachte ich. Und nochmal die ganzen Trainer da drinnen besiegen. Ja, großartig. Ich glaube, wir müssen begeistert. Ich glaube, wir müssen hinten irgendwas anklicken. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das ist zu lange her. Aber im Prinzip haben wir den. Also wir haben sie besiegt. So. Acht Orden auf dem Weg zu den Top 4. Ja. Krass. Das ist so, Link. Mega. Ja gut, dann... Bis zur nächsten Folge. Und dann mal gucken, wo wir dann hinkommen. Tschüss. Ciao.